82. Ja, komm. Wir wechseln das Team. Auf Bundesliga. Oh, ich glaube, ein paar Spieler wurden schon gekauft. Müssen wir nachher mal schauen. Lass uns eben das Spiel hier machen. Ja, einfach weiter. Direkt loslegen hier. Steffi Zeiger macht fast so viel Spaß, wie Exe zu ärgern. Ja, die arme Exe muss sich heute ausruhen. So, ja, passt doch. Einfach loslegen mit unserem Bundesliga-Team. Damit haben wir ja eben, glaube ich, war doch das Bundesliga-Team, mit dem wir so dick gewonnen hatten, ne? So, und er hat jetzt Chemie 100. Nicht schlecht. Großkreuz, Klose. Ein deutsches Team, außer vorne im Sturm. So. Wir gehen erstmal wieder auf defensiv. Heute ein Heimspiel im Volksparkstadion. Der FC Barcelona. Ist heiß auf die 3 Punkte für den Aufstieg, Leute. Das kann ich euch aber sagen, doch. Die Spieler wollen es jetzt wissen. Und ich auch. Vielleicht können wir mit der Bundesliga-Mannschaft ein bisschen was reißen hier. So kann man Adler nicht herausfordern. Eigentlich sollte ich mir auch mal einen besseren Keeper holen. Fürchte ich. Adler hat ein richtiges Downgrade bekommen irgendwie bei FIFA 16. Obwohl ich muss sagen, also die Spiele, die er für Hamburg gemacht hat, waren echt gut. Ah, schade. Nein, da wäre Kiesling doch hingekommen eigentlich. Wenn er nur weitergerannt wäre, der Kiesling. Ach, die Leihspieler wollte ich mir auch noch anschauen. Schon wieder vergessen. Oh. Nein! Tor, René Adler! Lecco mio! Wie hat er das Ding geholt? Das ist mir egal wie. Er hat's geholt und das ist alles, worauf es ankommt. Boah, und fast... Ey, wenn der angekommen wäre, wäre richtig schön. René Adler, ey. Puh. Und einfach mal draufhalten! Nicht so schlecht. Er war sogar echt gleich mal so verkehrt, ey. Nein. Oh, scheiß, die wandern. Komm schon. Nein, 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 du gehst jetzt nicht durch, mein Lieber. Puh, gerettet. Oh, nein. Oh! Es war abseits. Ach so. Ich dachte, der hat so dick verschossen, ne? Gleiche Spielchen wie immer eigentlich, ne? Dass meine Pässe nach Freistößen nie ankommen. Und der haut ihn weg. Ah. Macht keinen Scheiß, Leute. Danke. Okay, sehr gut, Kiesling. Komm schon, Trochowski! Ah, der spielt wirklich sehr langsam hinten rum. Wenn wir da mal irgendwann
schnell genug dran sind, könnte das ziemlich böse enden für ihn. Ja, lauft einfach weiter, obwohl ihr den Ball nicht habt. Abseits, 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 oder? Ja, war eh abseits. Ja. Schwein gehabt, Leute. Der drin gewesen wäre, ey. Hat er. Lauf doch. Ah, den kriegt er nicht. Aber den kriegt er hier. Oh. Oh. Komm schon. Das ist nicht Barbe Kiesling. Komm. Ja. Der war wichtig, Leute, ey. Ah, René Adler, den kann man auch mal halten, ey. Wofür geht der da aus dem Dingens raus? Wie gewonnen, so zerronnen. Schade. Scheiße. Komm schon, Shahin. Boah, schöner Ball. Aber René Adler, Leute. Au! Was ist jetzt? Freistoß? Okay, kann man machen. Ah, weit drüber. Oh, der kam mal an. Nein, und dann mache ich sowas. Ey, das ist so low, wie... Wenn der reingegangen wäre, wäre ich so selber schuld gewesen. Jetzt spielen wir uns aber hier eine Grütze zusammen, beide. Haben wir noch? Komm schon. Ja, immer in der Ecke rausgeholt. Komm schon, Shahin. Und komm schon jetzt. Boah, das ist nicht wahr, Leute. Okay, jetzt schwimmen wir ein bisschen weiter nach hinten. Wieso gehst du? Wer ist die Nummer 6? Wieso gehst du nicht ran und schießt? Du bist so dumm im Kopf. Ehrlich mal. Oh Mann, schade. Halbzeitstand 1-1. Wir haben geführt und einen schneller Gegenschlag, aber was willst du machen, ne?
Und oben läuft Kiesling. Oh, komm, den musst du doch jetzt machen. Ja, geht doch. Es geht doch. Boah, 2-1, Leute. Unser Hannoveraner Stürmer haut das Ding wieder rein. Ah, oh, schön gesehen von Kiesling, ey. Und dann er ganz lässig unten links reingesetzt. So muss es sein, ey. Hat er das Ei ins Nest gelegt? Na komm. Der hat doch locker hingekonnt, oder? Der hätte den doch bestimmt bekommen, den Ball. Schade. Viel Dollar hätte ich schießen müssen. Was denn, ey? Haben wir. Nee, 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 das geht nicht. Das geht so nicht. Jungs, passt auf, dass der da nicht wieder... So, laufen. Okay, Kiesling. Lauf doch, lauf, lauf, lauf. Ja, den kriegt er leider nicht. Hätte er aber schon verdient gehabt, ne? Den hätte er sich richtig erarbeitet, muss man ja mal sagen. Jetzt will er die Seiten wechseln mit dem Spieler, oder wie? Lauf, lauf, lauf! Lauf! Oh! Freistoß, immerhin Freistoß, Leute! Gelbe Karte für den Keeper, ey. So, pass auf. Trochowski. Na, schade. Mit Trochowski ist schwer zu schießen, muss ich ehrlich sagen. Na gut, Trochowski ist jetzt auch nicht so der Pro. Komm schon, Kiesling. Oh. Oh, der René, ey. So, Seiten wechseln. Vorne, vorne, vorne. Ah! Kiesling. Oh, komm. Komm, zieh ab! Nein, das ist schon wieder der Pfosten. Okay, pass auf. Shahin kann den schön reinzirkeln eigentlich. Ja, aber da steht der Keeper. Der mit Gelb versorgte Keeper, wohlgemerkt. Oh, Shahin ist durch. Und, nee, den kriegt er leider nicht, aber vielleicht können wir den noch irgendwie verwerten. Oh, komm, lass den. Und, oh, schade. Also wir machen gut Druck gerade, aber nur Druck allein hilft halt nicht, da müsste halt noch ein Ding kommen. 77. Ich meine, wenn wir jetzt noch eins machen, das wäre schon sehr nice. Oh, oh. Guck dir an, wie er da durchläuft, ey. Na, ah, immerhin noch eine Ecke rausgeholt, aber das ist nicht wahr, was wir hier machen. Komm, Shahin, drück den mal richtig schön zu deinem Mitspieler.
Okay. Na komm. Ey! Ja, meine ich aber auch. Ich versuche den einfach wieder direkt. Trochowski. Schade. Aber die sind immer knapp, muss man ja mal sagen. So, was spielt er sich hier wieder zurecht? Einfach raus, 83. Wieso gehst du da nicht ran? Das ist die Frage, die ich habe. Dankeschön, du hast es gerettet. Puh. Ehrlich, kein Foul. Schlechter Witz oder was hat der Schiri heute für ein Problem, ey? Da kam meiner ja überhaupt nicht aus dem Potte, ne? Ich wollte eigentlich eine schöne Drehung machen. Und dann zu dem unten spielen. Aber ja. Dazu muss man sich halt mal ein bisschen drehen. Ist nicht wahr. Und... Neunzigste, jetzt kann man auch mal abpfeifen, Junge. Jo! FC Barcelona gewinnt, Leute. FC Barcelona gewinnt. Aber was ein Spiel. Richtig krass, ey. Damit habe ich nicht gerechnet. 2-1, ne, oder? Ich glaube, wir sind in Führung gegangen und Adler war der beste Mann. Boah, immer unser Torwart, das sagt einiges über, ja, 2-1. Sagt einiges über unsere, ja, Defensivleistung heute aus. So, 12 Punkte, das ist dann schon mal wieder der Aufstieg gewesen. Wir können auf jeden Fall noch probieren, den Titel zu holen, Leute. Machen wir einfach nochmal Partie spielen. Ah, ne, halt, ne, wir wechseln. Wir wechseln auf unser Dingens-Team. Traumet hat nur das halbe Match gesehen. Real-Life-Stuff. Ja, geht vor, komm mit. Was willst du machen? Muss ja auch mal sein, ne? So wie ich jetzt den Chat hier verstanden habe, ist halt Steffi ein böses Mädchen. Aber keiner weiß genau warum. Aber alle freut's oder irgendwie so. So, alle wieder recht fit. Mal schauen, ob wir einen Gegner finden. Wenn wir jetzt den Sieg davontragen könnten, Leute, das wäre schon ziemlich nice. Ich bin nett, sagt Steffi. So, der FC Barcelona. Wartet auf den Gegner. Was ist da los? Wenn dann die kleine Schwester. So, da haben wir wen. Ja, ich kann die dunkle nehmen, er hat die hellen. Die mit den schönen pinken Streifen, Leute. So, gutes Team. Nicht schlecht. 100 Chemie. Damit kann man was machen. FC Bier. Bester Name EU, ey. FC Bier. Schönes Wappen auch, dieser alte Seemann oder was das ist. So, wollen wir mal schauen. Wir gehen erstmal wieder auf defensiv und dann geht's hier direkt los. Oh, guck dir das an. Oh. Wenn Lorente da nochmal wenigstens hätte abziehen können, vielleicht hätten wir dann direkt die erste Ecke bekommen. Torwart! So, kommt schon. Sehr schön.
Sehr schön. Modric, Modric. Oh, schade. Hätte ich ihm gegönnt. So, pass auf. Rakitic schießt. Schade. Es war definitiv auch ein bisschen zu schwach geschossen, muss ich ja zugeben. Na komm, dann gib den Ball halt ab, wenn du den nicht haben willst. So. Lauf oben. Na, Torwart, schade. Da haben wir... Aber den sollte ich jetzt auch nicht so leicht vergeben wieder. Lauf davon. Na, shit. Ey, der läuft einfach nicht weiter dann auf einmal. Das gibt's nicht. Ah! Weg damit! Ey. Das kann nicht euer Ernst sein. So. Einfach rausgeballert. Manchmal ist es einfach besser, wenn du das Ding rausklopst. Dann ist hier wenigstens Ruhe im Puff. Nein. Wieso? Ich meine, gut, klar, das war ein Elfmeter. Hm. Der schießt schon sehr stark. Hat der einen Lack, ey? Hat der einen Lack? Wieder ein Elfmeter-Tor. Moin, Tigerschnauze. Grüß dich. Schön, dass du vorbeischaust. Der FC Bier geht hier in Führung, Leute. Durch einen Elfmeter einmal mehr der FC Barcelona hier in Rückstand gekommen. Hat er ihn nicht mehr weggekriegt, ey. Na klar! Oh Mann. Wenn's nicht läuft, dann richtig. Oh. Oh, komm, komm, jetzt mach wenigstens der... Jetzt mach wenigstens der Anschlusstreffer, wollte ich sagen, aber... Irgendwie war da ein ganz kleiner Ruckler. Dann hat er nicht so ganz abgezogen, wie ich das wollte, sondern eher so einen kleinen Rückpass gespielt. Was jetzt wieder? Gelbe Karte für ihn. Oder wie? Nee. Okay. War gar nicht mal so krass. Was ist denn da los, Grants? Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, Tigerschnauze. Irgendwie will der FC Barcelona scheinbar jetzt hier nicht mehr die Meisterschaft gewinnen. Sagen sich auch, zwei Meisterschaften in Folge muss reichen. Heute Energiesparmodus. Aber ich glaube, wir haben notfalls noch ein Spiel danach. Ey, das ist nicht wahr. Komm weg damit, ey. Komm schon, Torwart, geh doch da. Warum nimmst du den denn nicht? Wieso fängst du den denn nicht? Das war ein lascher Ball. Ey, diese pinken Trikots bringen uns kein Glück, Leute. Yes, okay. So, komm. Na komm, das ist nicht wahr. Ey, hat er wieder seine scheiß Flossen dazwischen. Weg damit. Ey, jetzt kriegt er den Ball wieder nicht. Abseits, oder? Nee. Leider nicht. So, Lorente.
Komm, lauf. Lauf jetzt! Das ist doch nicht dein Ernst! Lauf! Hey! Das ist nicht wahr. Weiß nicht, was ich machen kann, wenn die so im Trikot ziehen. Außer hoffen, dass meiner umfällt und ich einen Freistoß bekomme. Fällt mir da nicht sonderlich viel ein, muss ich mal ehrlich sagen. Und jetzt könnte... Immerhin eine Ecke, oder? Kampfbock, hau rein! Schön, dass du dabei gewesen bist. Mach dir noch einen schönen Abend. Oh Mann, schade. So, Rakitic, schau mal ein bisschen weiter nach hinten raus. Diesmal, ey, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ah, schade, Jung. Schade. Hätte ich ihm gegönnt, aber der ging da deutlich daneben. FC Barcelona, ey. Leute, wir müssen uns anstrengen. Wie kann er dieses Duell noch gewinnen, wenn sein Spieler da am Arsch der Welt rumgümpelt? Gut gemacht von ihm, ey. Nice one. Es ist nicht sein Ernst, oder? Like a Noob, ey, was war das denn? Ey, komm, jetzt auf die Außenbahn. In der Mitte geht doch einer mit. Zu 0, ey. Das wird eine richtige Klatsche jetzt für den FC Barcelona. Aber der spielt doch echt gut, ey. Der kann richtig gut dribbeln. Muss ich ihm ja lassen. So, komm schon. Ja, gut gemacht. Geiler Pass. Ah, diese kleinen Mini-Lags. Die versauen einem echt teilweise das Timing, leider. Stille im Chat, was da los, Leute? Kaum ist Kampfbock weg, weiß keiner mehr, was er sagen soll. 3 zu 0 zur Halbzeit, ey. Puh. Das ist jetzt nicht so geil, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Kann eigentlich nur besser werden. Wenn es schlimmer wird, ey, dann... haben wir irgendwie noch von dem Ball getrennt, wollte ich gerade sagen. Und dann hat er ihn schon wieder. So, komm, jetzt mach doch mal was da vorn. Oh. Irgendwas anderes als Fehlpässe, Leute. Kommt schon, gönnt euch. Ja, like a pro. Ey, das ist nicht ernst, was die hier machen, oder? Das ist nur so eine... Das ist bestimmt alles nur Show. Und jetzt wollt ihr bestimmt noch 10 Tore machen, wa? Komm, 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 komm. Komm! Komm, wieso rennst du denn so weit? Das ist nicht wahr. Soll nicht sein, Leute. Es soll nicht sein. Sollen ja keine Tore machen heute in diesem Spiel. Doch komm, das war doch Ball gespielt. Oh, das gibt's nicht. Gelb für Turan. Beim 3 zu 0.
Ist halt jetzt ein hitziges Spiel, ne? Na, komm, nimm. Na, was mach ich denn? Egal. Jetzt will er wechseln? Warum will er wechseln, ne? Man weiß es nicht. 61. Ja, das ist so ein typischer Zeitpunkt, wo man wechselt. Wenn man denn wechselt, wir wechseln ja nie, weil wir Noobs sind in FIFA. Schön. Nein, richtig low. Schön und dann low. War eh abseits, oder? Drängel ihn da weg. Yeah, baby. Bringt aber auch nichts, oder? Wie kann man den daneben ballern? Das war ja schwerer daneben zu schießen. Achso, der war abgefälscht. Okay. Abziehen! Boah! Schade, Leute. Immerhin bleiben wir einigermaßen gefährlich, wenn man das so nennen darf. Der Mann mit der 69, Luka Modric. Ah! Okay, komm jetzt! Okay, ich soll heute kein Tor machen. Also so schlecht, wie ich hier schieße auch jetzt, das ist ja nicht mehr schön. Und wieder habe ich den bekommen. Und das ist Luka Modric. Modric. Komm, spiel zu ihm! Jetzt kommt er mal wieder zum Angriff. Ja, wir haben so schön das Spiel eigentlich jetzt hier gemacht, die ganze Zeit. Ah, schade. Schon Modric. Komm, komm, komm. Komm, Luca! Ja! Anschlusstreffer von Ivan Rakitic. So, 79. Sind wir mal ehrlich, das war wahrscheinlich nur der Ehrentreffer. Wahrscheinlich. Ich meine, man weiß ja nie, ne? Wir haben ja schon Schweine fliegen sehen bei FIFA. Ah! Oh! Oh, komm! Komm, behalt den! Shit, shit, shit. Ich darf den Ball nicht hergeben. 82. jetzt schon. Und Einwurf für ihn. Das ist alles Zeit, die verloren geht. Turan, Turan. Lauf doch! Lauf! Lauf, komm! Lauf! Das ist nicht wahr! Wieso schießt du denn nicht? Och, Leute, das wär's doch gewesen. Das muss, so ein Ding muss drin sein, ey. Wieso macht er den denn nicht? Oh, Turan jetzt. Turan. Ah, komm, wir machen mal eine Flanke. Nein, die kommt nicht an. Ich glaube, ihn weg. 88. schon. Jo, ich denke, das wird's gewesen sein, Leute. Ehrentreffer gemacht. Aber das war's. Wenn die erste Halbzeit mal so gut gespielt hätte wie die zweite, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen. Vielleicht.
Weiß man natürlich auch nicht. Komm, komm, komm. Guck mal, wer in der Mitte läuft. Oh, wo schießt du denn hin, du Kackvogel, ey? Ja, okay, 3-1, zweite Halbzeit waren wir echt nicht so schlecht. Und am Strich hat es natürlich nicht gereicht. Ich glaube, ein Spiel haben wir aber noch. Ivan Rakitic, der Spieler des Spiels bei uns. 410 Münzen, super Ding. Und nur noch ein Spiel. Ein Spiel nur noch, wir könnten theoretisch es noch schaffen. Ich werde aber trotzdem mit dem Bundesliga-Team spielen. Einfach nur aus einem Grund, Leute. Damit wir, falls wir es schaffen, im ersten Spiel direkt unser richtiges Team nehmen können. So, wir haben hier noch ein paar Sachen verkauft. So, hier. Ihn hier für 300. Ihn für 1000. Das Trikot für 5000. Sofortkauf. Geil. Hier 200 Sofortkauf. 5800 Sofortkauf. Scheiß die Wand an. Oh, sind ein paar Sofortkaufdinger durchgegangen. Okay, können alle weg, die verkauft wurden. Hier ist auch schon 1000 drauf. 600, 600, 700, 500, 1000. Ja, ein bisschen was machen wir gleich noch. In einer halben Stunde gibt es noch ein bisschen Cash in the Tash. Denk an die Leihspieler. Gute Idee, Fat is best. Hier. Snyder, Super League. Hier, ihn könnten wir theoretisch nehmen. Er ist IV und aus der spanischen. Kostet das gar nichts? Ja gut, ihn jetzt hier aufzustellen, ist ja total dumm. Warte, der... Nee. Das kann ich nicht machen jetzt. Da muss der Bell wieder hin. So. Der muss ins andere Team dann nachher. Kommen da dann neue hin? Oder wie ist das? Startbooker... Was? Team der Woche? Online? Mannschaften? Ist das jetzt weg? Die Leihspieler? Ach, kann man sich immer nur einen leihen? Guck mal, wir haben 69 Spieler. Zufall? Man weiß es nicht. Eine Manageraufgabe fehlt noch. Eine Partie in einem Turnier bestreiten. Könnten wir auch noch machen gleich. Aber lass uns jetzt hier die Ligasaison abschließen. Mit unserem Bundesliga-Team. Alle fit, Leute? Jo, alle fit. Läuft. Puh. So, Hannover 96. Haben wir gegen den Typen vorhin schon mal gespielt? Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Typ heißt. Bull, nee. Ein paar Hannoveraner Spieler. Ja gut, komplettes Bundesliga-Team halt. Ich denke, das ist ein Team auf Augenhöhe. Da bin ich sehr gespannt, Leute. Wie wir uns da schlagen werden. Drückt die Daumen, dass der FC Barcelona hier heute ein bisschen besseres Spiel macht als eben. Gut, so viel schwerer ist es jetzt auch nicht, ein vernünftiges Spiel zu machen. Oder sagen wir es so, ein besseres als grad. Na, schade, ne? Na, hat er eigentlich zu... Doll. Warum gehst du denn nicht nach vorne, ey? Weil, das ist der größte Scheiß, den ich auch schon bei FIFA 15 hatte, ne? Dass die Gegenspieler immer nach vorne rennen, ist ja auch logisch, wenn der Ball kommt. Aber die eigenen Spieler bleiben immer stehen. Warum machen die das? Verstehe ich nicht. Und... Okay, Kiesling wurde da leider getunnelt. Wäre sonst... Wow. Wie ist der denn noch an den Ball gekommen? Man weiß es nicht. Kommen und abziehen.
Schade. Hätte ich mir schon gegönnt, ganz ehrlich. So, pass auf, ich mach mal mit Schein ein bisschen was anderes jetzt. Sehr weit nach hinten raus. Ah, ihr habt jetzt auch nicht so viel gebracht. Okay. Granz lackt sich durch, Leute. Nein, wo spielst du hin? Granz lackt sich doch nicht durch, offensichtlich. Komm, lauf doch, Kiesling, lauf! Also er kann oft vorausahnen, wo ich hinschießen will. Das ist halt ein bisschen nervig. Aber gut, vielleicht... Oh. Komm, 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 jetzt zieh auch ab einfach! Wo schießt du hin, Junge? Meine Fresse, Alter. Komm. Ja, ihr behindert euch da gegenseitig. Ihr seid doch blöd, ne? Aber irgendwie lackt er sich hier durch, der Boy. Das ist nicht wahr. Ey, so eine Lackerscheiße und dann mache ich da nichts draus. Was ist denn los mit mir? Komm, weiter nach vorn. Ah, viel zu weit rein. Na, wir machen gut Stress, denke ich mal, oder? Kann man nichts sagen. Wow, da läuft Aigner durch. Aber wenn er gleich am Ende ankommt, hat er keine Puste mehr, hoffe ich mal. Oh, boah, so ein gefährliches Ding, ey. Hey, Brandon! Wow! Grüß dich, Brandon. Schön, dass du da bist. Oh, ich bin hier irgendwie total in Not gewesen gerade, ey. Das ist nicht wahr. Okay, komm, Shaheen. Oh, Mann, ich wollte mit Shaheen einfach mal abziehen. Und das ist Vorteil für ihn? Shaheen wurde da brutalst umgegrätscht. Aigner rennt da oben wieder wie so ein Bekloppter ins Aus. Okay, mach ruhig, Aigner. Und Granz gibt den Ball einfach mal so her. Steh wieder auf, geh doch. Wie kann der so gut dahin kommen? Das ist ja unglaublich. Ey, da war Adler aber nicht mehr dran, ne? Ne. Okay. Okay, komm, komm. Jetzt ist er doch... Jetzt haben wir ihn gerade mal ein bisschen... Oh, guck dir das an. Hazard! Nicht rangehen. Warum gehst du da ran? Das wäre doch Ecke geworden. Oder war der da? Das ist so eine scheiße Kacke. Na gut, selber schuld. Hätte ich nicht hinrennen sollen halt. Jo. Schön gemacht. So, und direkt wieder in die andere Richtung. Schönes Ding. Schöner Doppel-, Dreifach-, Triple-Deluxe-Pass. Ah! Den. Was denn? Abseits? Ehrlich? Ah, oh, da ist doch noch einer. Ich wollte schon gerade sagen, abseits. Aber überraschenderweise nicht. Und das ist jetzt natürlich eine doofe Situation hier. Aber er schießt voll daneben.
So, komm, komm, komm. Ja, sehr schön. Nochmal wieder zu Kießling. Und Kießling versenkt das Ding. Kießling, Kießling. 1:0 FC Barcelona, Leute, ey. So, pünktlich zur Halbzeitpause konnten wir hier nochmal die Führung uns gönnen. So muss das. Was jetzt? Freistoß? Für ihn? Ja, von mir aus. Boah, ja, wo schießt du denn hin? Okay. Sorry. Okay, 1:0 zur Halbzeit. Ah, Leute. Puh. Combat hat Angst vor Meter groß. Was hast du denn gegen Diktri? Oder gegen Dikta scheinbar auch? Ich hätte gedacht, Diktas zählen auch zu den süßen Pokémon auf der Skala. Auf der Steffi-Skala. Komm schon! Oh, das wäre doch so schön gewesen, jetzt direkt hier. Direkt hier den. Die Führung ein bisschen auszubauen. Lauf, Aogo, lauf! Zu weit nach innen einfach leider. So, guck hier. Und er ist durch, oder? Nee, da stehen noch richtig viele. Das ist wieder nix. Könnt ihr mir noch nicht erzählen. Ins Aus. Adler! Boah. So, und Kießling, komm. So, komm, komm, komm. Hazard. Und ganz oben läuft Kießling. Ah, schade. Oh. Dürfte es aber zumindest keine Karte für geben, hoffe ich. Einwurf noch. Oh no. Da ist einer umgefallen. Das könnte jeden Moment wieder Elfmeter geben. Oh, da ist noch einer umgefallen. Ah, was macht ihr denn? Meine Spieler sind gerade nur noch aufs Faulen aus. Das ist Fußball, nicht American Football hier. Oh, scheiße. Ah, den kriegt er nicht. Oh, aber er ballert ihn voll raus. Alter. Oh, ich dachte, den grätsche ich voll um. So, guck da vorne, laufen sie doch. Ah, leider nicht. Leider laufen sie da überhaupt gar nicht.
So, nein, ey. Nur noch Fehlpässe bei mir jetzt. Oh Gott, ey. Null immer noch, ey, aber die Zeit, ey, die Zeit ist echt nicht mehr lang und ich habe so Schiss, dass da irgendwie noch irgendwas gegen uns kommt. Aber jetzt könnte Kiesling, nein. Bisschen zu optimistisch wieder gespielt. Oh, Cycler, welcome back. Pünktlich hier zur gelben Karte hat Cycler es wieder in den Chat geschafft. Zweite gelbe Karte am heutigen Tag, ey. Ich meine, gut, sind eigentlich immer noch recht wenig Karten für die Anzahl der Spiele, die wir haben. Wir spielen eigentlich wirklich fair, muss man sagen. So, komm, lauf, lauf, lauf. Nein, den kriegt er doch nie. Wieder da. Zack, okay. Okay. Nein, wieso? 80. Spielminute, Leute. Vielleicht können wir hier wirklich den Sieg davontragen. Ja, klar. Freistoß, ey. Möchte ich aber meinen, ne? So, locker zu dem. Nein, und den lässt er sich einfach easy peasy abnehmen. Nein, Eigner. Oh, Adler. 84. Leute! Das kann nicht angehen, ne? Adler. Ich klopfe den einfach mal weg. Nein! Okay. Komm schon. Boom, Chakalaka, damit weg. Schade, Wink. Wenn er den noch bekommen hätte und den irgendwie zu Kiesling rübergebracht hätte, keine Ahnung, wie er das hätte machen sollen, aber wenn er es gemacht hätte, 2 Minuten Nachspielzeit. Für ihn? Das ist jetzt aber ein schlechter Joke. Ey, in der 90. Das ist nicht wahr. Das könnte jetzt die Meisterschaft kosten, ne? Kostet's aber nicht. Zumindest nicht der Freistoß. Was jetzt passiert? Ja, der Abpfiff! Leute, das ist... Das ist die dritte Meisterschaft in Folge, die wir uns gönnen, ey. Boah. Wer hätte damit gerechnet, dass wir das noch hinkriegen? Ich nicht. Steffis Chat bleibt sauber. Und dafür lieben wir sie. Oh Mann, ey. Rans, die ärgern mich. Steffi, du hast ein Schwert. Nutze es weise. Und ich bin mir sicher, dass die anderen Leute mit Schwert dich nicht ärgern werden. Oh, Mann. 1 zu 0 sogar nur. Ah, oh, René Adler schon wieder der Spieler des Tages hier bei uns. Und das gibt 4400 Münzen, Leute. Denn wir haben es wirklich noch geschafft. Wir haben die Meisterschaft geholt. Ach, der hieß sogar Hannover 96. Okay. 15
Punkte. 5 Spiele gewonnen, 5 Spiele verloren. Ist jetzt nicht so die geilste Statistik. Aber wir sind Meister geworden.